Bist du eigentlich schon ein Wikisahner? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wenn ich mich so zurückerinnere in meine Kindergarten- oder Schulzeit, da erinnere ich mich, dass eine einzige Person im ganzen Schulhaus eine Erdbeerallergie hatte. So, wenn ich heute ein bisschen herumschaue, sehe ich, dass fast jeder irgendwo eine Allergie hat oder eine Unverträglichkeit zu irgendetwas immer reagiert. Und da muss ja in der Zwischenzeit von dazumals zu heute auch ganz viel passiert sein. Ich möchte dieses Thema heute gerne ein bisschen diskutieren mit einem Arzt, der sich im Bereich der Unverträglichkeit gut auskennt. Und nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder. Jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Es ist der Professor Dr. Med. Alexander Rondek. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hast du auch in der Schulzeit noch einen gehabt mit Erdbeerallergie? Ich habe jetzt während der Anmoderation überlegt, vielleicht war ich da nicht sensibel genug. Ich sag's aber nichts, gell? Also nee, fast also gar nichts. Mir wiss keine. Ich kenne nur, weiß noch eine mit Bienenallergie, da muss man aufpassen. Aber sonst, also Nahrungsmittel, wüsste ich jetzt niemanden. Schon verrückt, hä? Und heute, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, jeder hat irgendwie irgendetwas, was er nicht essen darf. Ja, ist jetzt die Frage, wird ja immer diskutiert, ist die Frage, dass sich was geändert hat oder ist die Empfindlichkeit, die Sensibilität, was solche Themen betrifft, anders geworden? Das heißt, jetzt nehmen wir mal eine Milchallergie, ja, wenn ich auf das Eiweiß von Milch reagiere, auf das Protein, war früher, man lässt halt die Milch weg, aber da hat noch keiner drüber diskutiert, ist es eine Nahrungsmittelunverträglichkeit auf Milch, will ich damit sagen. Weil, also man hat diesen Empfinden, noch keinen Namen gegeben, sondern hat gesagt, gut, dann lässt halt die Milch weg, nimmst halt keine Milch mehr, dann trinkst du halt ein bisschen weniger, würde man bei uns in Bayern sagen. Ja. Also es hätte auch schon früher so sein können, jetzt Bezug auf Milch. Also hätte sein können, meine Einschätzung ist, es hat sich was geändert trotzdem. Mhm. Ja, es ist vielleicht beides richtig. Wobei ich glaube, dass sich was geändert hat, ist das deutlichere Phänomen, als dass man damals noch nicht das so benannt hat, wie man es heute benennt. Ja. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass die Erkenntnisse zu Nahrungsmittelunverträglichkeit, die Differenzierung, viel mehr geworden sind. Also ich versuche es mal so ein bisschen zu gliedern. Also das, was du jetzt gesagt hast mit Erdbeere oder Haselnuss, ja, jetzt doch, okay, jetzt fällt mir doch jemanden ein, aber kannte ich damals als Kind nicht, aber es war anscheinend schon bekannt. Ja. Es ist so, es gibt, die Nahrungsmittelunverträglichkeit ist eigentlich ein immunologisches Geschehen. Und wir haben unterschiedliche Antworten des Immunsystems auf Nahrungsmittel. Wir können jetzt jedes Mal die Haselnuss als Beispiel nehmen und das Immunsystem kann unterschiedlich darauf reagieren. Es gibt beim Immungeschehen einen Soforttyp. Das heißt, du isst jetzt eine Haselnuss, innerhalb von 20 Minuten sagst du, das tut mir nicht gut, der Gaumen juckt oder ich werde unruhig oder ja, krieg heiße Ohren oder rote Wangen. Das ist die typische allergische Sofortreaktion. Gemessen wird das im Blut zum Beispiel als IgE. Ja, das Ig sagt immer das Immunglobulin, ja, und das E ist der Soforttyp. Also innerhalb von 20, 30 Minuten reagierst du drauf, ja. Kannst auch, also wenn du hochallergisch bist, kann auch der Rachen zuschwellen und so, kannst Luftnot bekommen. Das ist jetzt die starke allergische Reaktion. Dann gibt es in der immunologischen Antwort einen verzögerten Typ. Der verzögerte Typ geht bis zu 48 Stunden, IgG genannt oder IgG 1 bis 3. Das heißt, du isst jetzt was und denkst dir morgen Abend, boah, ich weiß nicht, irgendwie geht's mir nicht so gut, ich habe Bauchschmerzen, Völlegefühl, auch vielleicht Durchfall. Dann denkst du, komisch, ich habe jetzt eigentlich nichts Besonderes gegessen. Warum? Weil das, was es auslöst, zu lange zurückliegt. Mhm. Und zwar jetzt zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es den Spättyp, der geht bis zu 72 Stunden, also drei Tage. Das heißt, als man früher gesagt hat, ah ja, okay, dann führen Sie doch mal einfach ein Ernährungsprotokoll, dann können wir es zuordnen. Und bestimmte Dinge konnte man sich nicht erklären. Das ist aber die Erklärung dafür, weil der zeitliche Abstand zu weit weg ist, um zu sagen, ah, Sie haben jetzt zwei Stunden vorher das gegessen, jetzt ist es das.
Ja, aber wenn ich eine Spanne von bis zu 72 Stunden Reaktion habe, das ist IgG4 im Endeffekt, also das ist Ig ist wieder Immunglobulin, und das G4 bedeutet, dass es wirklich der Spättyp ist, dann hat es einfach das Problem, dass ich es nicht mehr richtig zuordnen kann. Aber ich kann es messen. Und nochmal, vielleicht sagt der eine oder andere, okay, komisch, der Allergologe, also der Spezialist für Allergie, der hat bei mir, der hat da so ein bisschen geritzt oder mich die Haut mit bestimmten Stoffen versetzt, ja, oben drauf gesetzt, und bei den bestimmten habe ich reagiert, bei den anderen nicht. Das ist auch der IgE-Typ, der Soforttyp. Da misst man zum Beispiel, ob man auf Roggen, Pollen allergisch reagiert, Gräserpollen reagiert. Das kann man hier messen oder das kann man auch im Blut messen. Es ist beides Mal, wird das Immunsystem einmal über die Haut, einmal über das Blut konfrontiert mit den speziellen Gräserpollen oder mit den typischen für die Haselnussproteine. Da geht es immer um die Proteine eigentlich. Also nochmal ganz kurz zur Übersicht. Also es gibt das IgE, der Soforttyp, ja, den man auch zum Teil auf der Haut messen kann. Es gibt das IgG 1 bis 3, das ist der verzögerte Typ, bis zu 48 Stunden. Bis zu heißt immer, kann aber schon nach 6 Stunden reagieren. Er muss nicht 48 Stunden. Und der Spättyp mit bis zu 72 Stunden, der darauf reagieren kann. Wenn einer zum Beispiel zu uns in die Praxis kommt und sagt, ich habe Bauchschmerzen, Blähungen, ich kann sie, dann bin ich auch Müdigkeit nach dem Essen, so ein ganz klassischer Parameter. Wenn er das sagt, dann ist die Nahrungsmittelunverträglichkeit-Testung wirklich sinnvoll, weil die Trefferquote ist extrem hoch. Also da liegen wir meistens so bei 70, 80, 90%, ja, dass dann wirklich da was rauskommt. Und er merkt es sofort. Wenn er das dann weglässt, sagt er, komisch, jetzt die Müdigkeit, seit 2 Wochen habe ich keine Müdigkeit mehr nach dem Essen. Früher dachte ich, ich habe zu viel gegessen, auch wenn ich wenig gegessen habe. Aber es ist wirklich gleich die Antwort des Immunsystems. Und zwar führt es dazu, dass, ich hatte in einer anderen Sendung mal dich gefragt, wie schätzt du alles, was du isst, wie viel das Immunsystem braucht? Da hattest du damals 10% gesagt. 10% gesagt, ungefähr um die 33%. Aber da ist genau das gleiche Phänomen. Das heißt, ich konfrontiere mein Immunsystem mit der Haselnuss, die ich nicht vertrage. Und das Immunsystem geht in den Alarmzustand, ja, fährt Vollgas hoch und braucht nicht mehr ein Drittel, sondern auf einmal 50% nach dem Essen. Ja, und das merkst du natürlich, dass du dann müde bist. Klassische Müdigkeit nach dem Essen. Daher erklärt sich das auch. Und es ist immer ein immunologisches Geschehen. Also drum spielt das Immunsystem so eine bedeutende Rolle. Und warum ist es so bedeutend oder warum reagiert es so stark? Weil 80% unseres Immunsystems ist im Darm. Wenn ich jetzt was konfrontiere, meinen Darm, und dahinter sitzt gleich das 80% des Immunsystems, ist es automatisch immer eine Immunantwort. Das ist die Nähe, das ist auch die Erklärung. Das sollte ja eigentlich theoretisch eigentlich sehr häufig eine Sofortreaktion geben. Also das müsste ja eigentlich dann häufiger sein als der IgE 1 bis 3. Nee, ist nicht so. Muss nicht sein. Ah, ja. Das ist, also wir testen bei uns in der Praxis auch keine IgG, keine IgE. E-Mail, Soforttyp, warum er der Patient das sofort sagen kann. Mhm. Der weiß genau, dass wenn ich das und das und das esse, dann das tut mir nicht gut. Das merke ich sofort, jedes Mal. Ja? Wenn er aber sagt, ich esse was oder ich esse was, aber irgendwie ist das nicht dabei, was ich bisher weglasse und ich fühle mich trotzdem nicht mehr so fit und habe eben diese Darmbeschwerden, dann kann man nachschauen und dann kann man konkret sagen, dies oder jenes sollten sie weglassen. Vielleicht zum Verständnis noch, bei dieser Nahrungsmittelunverträglichkeitsabklärung wird immer das Protein wird sich angeschaut vom Immunsystem. Das heißt, eine Haselnuss besteht aus einem Teil Kohlenhydrate, besteht aus einem Teil Proteine, also Eiweiße, und aus einem Teil Fette. So setzt sich das zusammen. Ja? Und natürlich Vitamine und so weiter, da gehe ich jetzt mal kurz nicht drauf ein. Aber unser Immunsystem reagiert hier immer nur auf die Proteine, auf die Eiweiße. Aha. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Warum? Weil ich vorhin ja das Beispiel mit der Milch genannt habe. Die Milch hat ja, ähnlich wie die Haselnuss, hat einen
Kohlenhydratanteil, ja, das ist der Milchzucker, ja, Laktose genannt, und hat einen Eiweißanteil und hat einen Fettanteil. Mhm. Wenn ich jetzt bei meiner Abklärung Nahrungsmittelunverträglichkeit die Milch teste, dann teste ich immer den mittleren Protein-Eiweißanteil. Und kann dann genau sagen, Sie sollten 3 Monate das weglassen, 6 Monate, 12 bis zu 12 Monaten weglassen. Also eine Entwöhnung. So, es kann aber sein, dass das überhaupt völlig unauffällig ist. Jetzt sagt mir der Patient, Entschuldigung, also Milch, wenn ich das nehme, habe ich trotzdem meine Blähungen und so weiter. Wenn ich eine IgE machen würde, also ein Soforttyp, wird vielleicht auch nichts entscheiden. Was ist die Besonderheit bei der Milch, dass es nicht das Eiweiß ist, auf den der Mensch reagiert, sondern auf den Milchzucker. Diese Milchunverträglichkeit kann auch ein Grund sein, dass Sie eine Laktoseintoleranz haben. Ja, also wir haben bei der Milch die Besonderheit Laktose, die Kohlenhydratanteil. Es kann aber auch der Milch, also der Proteinanteil sein, und es kann beides sein. Es sind aber völlig unterschiedliche Systeme. Wir haben ja bei der normalen Nahrungsmittelunverträglichkeit auf Milch mit dem Eiweiß haben wir immunologisches Geschehen. Bei Milchzucker, Kohlenhydrat, nicht. Es ist kein immunologisches Geschehen, sondern es ist ein enzymatisches Geschehen. Das heißt, wir haben die Laktase. Laktase ist das Enzym, was den Milchzucker spaltet, aufspaltet. Und wenn ich nicht genügend Laktase habe von den Enzymen, dann spaltet es nicht auf, macht Blähungen, macht Bauchschmerzen, macht Durchfall. Ja? Also es sind zwei völlig unterschiedliche Systeme. Das Pendant haben wir auch beim Fruchtzucker. Der Fruchtzucker ist ein Problem der Enzyme, ja? Fructase, die normal den Fruchtzucker, die Fructose spaltet, wie die Laktase beim Milchzucker die Laktose spaltet. Und das ist immer ein Enzymgeschehen. Das hat nichts mit der klassischen Nahrungsmittelunverträglichkeit zu tun. Drum ist es so wichtig, das zu erklären, weil wenn ein Patient sagt, komisch, ich vertrage trotzdem keine Milch, woran kann das liegen? Dann weiß ich automatisch, das liegt bei dem an dem Milchzucker. Und was ist dann die Empfehlung? Natürlich die laktosefreie Milch. Mhm. Andersherum, wenn ein Patient sagt, ich weiß, ich vertrage nicht Milch, aber ich habe auch schon die laktosefreie Milch probiert, das hilft auch nicht. Dann sind sie Proteine. Dann sind sie Proteine. Und so kann ich allein schon innerhalb von 2, 3 Fragen kann ich sagen, ist ein Enzymproblem, ist ein immunologisches Problem. Woher kommen denn Enzymprobleme? Genau. Jetzt spannen wir den Bogen ein bisschen weiter auf. Du kannst ja auch die Frage stellen, warum gibt es überhaupt Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Also ja, für mich ist es eine Darmgeschichte. Ich dachte immer, ich kriege jedes Nahrungsmittelunverträglichkeit über den Darm wieder hin. Oder ist diese Aussage zu pauschal? Du bist aber sehr gut dran. Ja, also, gut. Also ich würde mal sagen, zu 80% kriegst du es wieder hin. Mhm. Deine erste Frage, woher kommt der Enzymproblem? Genau. Ist so, wenn unser Darm setzt sich ja aus unterschiedlichen Darmbakterienstämmen zusammen und wenn die sich verändern, das kann jetzt ein Medikament sein, was ich über einen gewissen Zeitraum genommen habe, das kann konkret ein Antibiotikum sein. Also es muss aber nicht immer ein Antibiotikum sein. Es kann auch Metformin sein, also ein Zuckersenker. Ja, wenn ich so leicht erhöhten Zucker habe, ist so Metformin das Erste, was man einsetzt. Auch das beeinflusst ganz, ganz extrem unser Mikrobiom, unsere Zusammensetzung. Früher hat man Darmflora gesagt. Ja, heutzutage sagt man Mikrobiom. Jetzt habe ich's, die Enzyme werden durch die Bakterien hergestellt. Hä? Und wenn die zu wenig sind oder einseitig, habe ich zu wenig. Genau, also es werden die Bakterien braucht es, damit es ist noch ein Schritt dazwischen, Entschuldigung. Die Darmbakterien, die guten Darmbakterien, das Mikrobiom, brauchen wir, dass bei uns die Darmstruktur intakt bleibt. Die sind essentiell dafür wichtig, dass die intakt bleiben. Die Enzyme werden eigentlich in den kleinsten Mikrovilli, werden die produziert, also in Teilen von der Darmoberfläche und werden dann ausgeschüttet. Mhm. Das heißt, habe ich, jetzt mache ich mal die Reihenfolge, ich nehme ein Antibiotikum, unnötigerweise muss man jetzt sagen, ich nehme unnötigerweise ein Antibiotikum, führt dazu, dass mein Mikrobiom, dass meine Darmbakterien sich verändern. Das führt dazu, dass die Integrität von meiner Darmschleimhaut
verletzt wird und dadurch die Enzyme nicht mehr so gebildet werden, kann ich sekundär, also in der Folge, Milch nicht mehr so gut vertragen. Das gilt zum Beispiel auch für eine einseitige Ernährung. Das gilt zum Beispiel auch, was auch sehr gerne gemacht wird, dass man sagt, okay, zur Gewichtsabnahme nehme ich mir Proteinshakes. Die können gut sein, aber es wird auf jeden Fall das Darmmilieu verändern. Und wenn das jetzt auch nicht ein extrem hochwertiges ist, dann ist das natürlich angereichert mit Konservierungsstoffen, die mir den Darm richtig kaputt machen. Oh, scheiße. Oi, das heißt, also man sollte sich wirklich überlegen, nehme ich ab mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln, jetzt meine ich aber Nahrungsergänzungsmittel im Hinblick auf Proteine, dass ich sage, da kriege ich mein Sättigungsgefühl, aber es führt dazu, früher oder später, je länger ich das mache, natürlich immer mehr, weil der Darm durch eine wiederkehrende Belastung und Reizung und Schädigung das nicht mehr selber reparieren kann, führt es dazu, dass ich mein Darmmilieu so ändere, dass die Darmschleimhautschädigungen zu Schädigungen führt. So, jetzt haben wir die Schädigungen und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Teil meiner angeschlossenen Frage. Woher kommen die Nahrungsmittelunverträglichkeit? Hat das einen Grund? Leaky gut. Genau, löchriger Darm, leaky gut. Ich schädige die Darmschleimhaut. Die zwischen den Darmzellen geht diese, man nennt es Tight Junctions, gehen auf. Das sind im Endeffekt Brücken, die das schön dicht machen und nur vereinzelt Sachen reinlassen kann. Geht auf und relativ ungefiltert kommen Nahrungsbestandteile, die vielleicht nicht so gut mehr aufgeschlüsselt worden sind. Warum sind die nicht mehr gut aufgeschlüsselt? Weil ja mein Darmmilieu, mein Mikrobiom geschädigt ist. Ja, es können Giftstoffe durchtreten leichter, es können Viren, Bakterien durchgehen. So, und ich habe ja gesagt, direkt nach der Darmschleimhaut ist 80% unseres Immunsystems. Für was ist es überhaupt im Darm positioniert? Hätte ja auch im Oberschenkel sein können oder was weiß ich, am Hals oder im Rachen, da haben wir auch viel, aber im Darm ist besonders viel, weil es die größte Fläche ist, wo Bakterien, Viren angreifen können. Ja, wir haben ungefähr 300 Quadratmeter Darm, das ist eine Riesenfläche, die dauernd unser Immunsystem kontrollieren muss. Und darum macht es natürlich Sinn, das Immunsystem da zu positionieren, wo die größte Angriffsfläche ist, wie früher Burg. Ja, da schaue ich natürlich, wenn das Tor schwach ist, dann positioniere ich meine Wachen besonders bei den Toren, dass ich das Tor jederzeit schnell zumachen kann, damit keine Feinde reinkommen. Nichts anderes ist das auch, ja. Und wenn der Darm löchrig ist, dann hat das Immunsystem auf einmal richtig was zu tun. Und dann kommt es natürlich dazu, eine Überforderung, wie bei unserem gesamten Körper. Also was wir hier im Kleinen sehen, ist nichts anderes, was wir als Gesamtes auch kennen. Eine Überforderung von mir als Person, Alexander Rondek, führt immer zu einer Schwächung und einer Fehlreaktion. Dass ich dünnhäutiger, gereizter bin, dass ich sage, was ist das für eine dumme Frage? Was ich eh nicht machen will. Auf dich habe ich gerade noch gewartet. Ja, genau, die hast du noch aufgehoben zum Schluss. Nein, aber genauso ist es. Es ist eine Fehlreaktion. Ja. Also das Immunsystem reagiert auf einmal auf Haselnuss, wo der Körper sagen muss, Haselnuss, so ein Blödsinn, da ist nichts Schlimmes dabei an der Haselnuss, ja. Da sind gute Nährstoffe drin, da sind Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette drin, das kannst du gebrauchen eigentlich. Warum reagierst du drauf? Aber es ist eine Fehlsteuerung. So, wenn ich das jetzt weiß, dann muss ich mir natürlich überlegen, okay, was mache ich denn? Das erste ist, die zu identifizieren, also die Nährstoffe oder Lebensmittel zu identifizieren, die mein System schädigen. Also das Immunsystem übertrieben reagieren lassen. Und darum sage ich dem Patienten dann ganz konkret nach der Messung, was wir im Blut mal sagen, bitte für 3 Monate das weglassen, für 6 Monate das, für 4 Monate Ei weglassen, auch dann alle Produkte, wo Ei drin ist. Zuerst sagt man, nein, das ist kein Problem, ich esse eh nur einmal die Woche Eier. Und dann so, Kuchen ist auch da drin. Ah, okay. Brot, eventuell Nudeln. Ah, okay. Und auf einmal wird einem bewusst, wo überall Ei drin ist. Mhm. Da gibt es einen einfachen Trick. Man kann sagen, weil die sagen, ja, was soll ich denn im Restaurant machen? Sollen die mir die Zusammensetzung sagen? Nee,
Bestellen Sie doch einfach ein veganes Essen und sagen, ich möchte dazu bitte ein Fischfilet oder Geflügel, weil das können Sie ja essen, da ist ja keine Milch drin. Aber wenn ich empfehle vegan, dann bedeutet das automatisch, dass da definitiv kein Ei drin ist. Ja, so kann man das so ein bisschen umgehen und kann das kombinieren. Die schauen einen zwar ein bisschen komisch an, dass man sagt, ich möchte ein veganes Essen, aber bitte mit Hühnchen dazu. Ja. Sag ich, wie was jetzt? Ja. Genau, aber so ja. Das ist eine ganz, ganz einfache Lösung. Ja. Dadurch, dass ich dem Patienten sage, lassen Sie dies oder jenes so und so lang weg, führt es dazu, dass das Immunsystem nicht mehr getriggert wird, diese Fehlsteuerung nicht verstärkt wird mit jedem neuen Kontakt, sondern dass es sich wieder entwöhnt. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist natürlich, ich muss mich um den Darm kümmern. Das heißt, ich muss den Darm wieder vernünftig aufbauen. Ich muss das Milieu schaffen, dass meine Darmbakterien auch da bitte bleiben wieder. Da spielt resistente Stärke eine große Rolle. Resistente Stärke ist das Futter eines bestimmten Stamms, Akkermansia, der diese Schleimschicht wieder herstellt, also auch die Integrität. Aber die Schleimschicht ist auch der Nährstoffboden für alle anderen Bakterien bei uns, die wir brauchen, in unserem Mikrobiom. Und resistente Stärke, um so ein Beispiel zu nennen, kalte Kartoffeln. Also warme Kartoffeln, da ist die Stärke noch nicht resistent. Und durch das Abkühlen, das gilt genauso für Reis, durch das Abkühlen führt es dazu, dass aus dieser normalen Stärke resistente Stärke wird. Und so kann man theoretisch ein sehr einfaches Gericht sich bereiten und resistente Stärke zu sich nehmen. Und das bestes ist ein Bakterienfutter, ja. Genau, es ist ein Hochdosis Bakterienfutter. Genau. Ja, das haben wir auch schon mal in der Sendung gebracht, sehr zur Überraschung der Zuschauer. Wirklich Kartoffeln kochen, abkühlen aus dem Kühlschrank am nächsten Tag. Ja, perfekt. Perfekt. Ja, ist wirklich gesättigt. Bei der Schleimschicht habe ich noch mal von einem anderen Interview gehört, die Schleimschicht lässt sich auch sehr gut wieder aufbauen mit EM. Effektive Mikroorganismen. Richtig, da ist die Kollegin Jocke natürlich die zum Beispiel, aber ich hatte auch der Professor Fendrich hier, der hat das auch gesagt. Genau, grundsätzlich ja. Also da kann man richtig, richtig viel machen. In dem Bereich kenne ich mich nicht so aus wie wirklich die Spezialisten. Ja, die Jocke. Aber es ist wirklich phänomenal. Kurzer Schwenk, ich kann nur jedem empfehlen, die Kolloquien von den letzten Awards sich anzuschauen. Da hat sie in einer Sendung das so toll erklärt. Da saß ich nur daneben und konnte nur applaudieren. Es ist wirklich schön zu hören, dass ein Professor auch applaudiert. Na, auf jeden Fall. Super. Ich habe eigentlich alles verstanden, von A bis Z. Ich habe jetzt auch gerade auch viel mitgeschrieben und gelernt. Was mich überrascht und auch ein bisschen aufzeigt, wo die Problematik ist. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade kürzlich wieder gesehen, dass die Zahnärzte zum Beispiel anfangen, den Patienten aufzufordern, eine Woche vor dem Zahnarzttermin schon Antibiotikum zu nehmen. Hat ja alles einen Sinn, einen Grund, aber wenn ich jetzt wieder sehe, dass ich dadurch Enzyme wieder reduziere und du das letztendlich wieder eine allergische Reaktion bekommen könnte oder eben sogar eine Unverträglichkeit, dann zeigt mir einfach, dass wir viel zu leichtsinnig sind mit der Herausgabe von Medikamenten, die eine Reaktion haben. Und da sehe ich das größte Problem in den letzten 30, 40, 50 Jahren von unserer Kindheit zu heute, wo wahrscheinlich einfach der Drang zur Tablette einfach kein Widerstand mehr da ist. Genau, das Problem ist, dass man natürlich versucht hat durch, also es war der Fortschritt in der Forschung, war man natürlich begeistert, hat gesagt, jetzt gibt es ein neues Medikament und das hilft da und das hilft da, das hilft da. Man muss sich immer die Frage stellen, finde ich, bei jedem Medikament, ist es jetzt ein ursächliches, behebendes, also die Ursache behebendes Medikament, oder ist es nur eins, was die Symptome lindert, ja, und runterfährt? Und dementsprechend muss ich mir, wenn die Antwort heißt Symptome lindern, muss ich mir die Frage stellen, wie lange möchte ich das nehmen? Und gibt es noch was anderes, was ich machen kann, um die Ursache zu behandeln? Also wir sind in den letzten 20, 30 Jahren dazu gekommen, immer schnell zu reagieren, schnell Medikamente zu geben. So nach dem Motto, hat der Patient keine Beschwerden, fahre ich das runter, blockiere ich das, ist alles gut. Ja, also ein beschwerdefreier Patient ist noch lange kein gesunder Patient. Ja, und diese Denkweise haben wir verloren, leider. Und in dem Fall
ist es natürlich dazu gekommen, dass man sehr schnell Antibiotikum oder auch andere Medikamente und meistens, wenn man sich das anschaut, nicht nur eins, sondern gleich mehrere Medikamente parallel laufen lässt und man sich gar nicht die Frage stellt, muss es sein und gibt es da vielleicht eine ursächliche Therapie auch dahinter? Mhm. Wenn man diesen Wandel und ich sehe schon Ansatzpunkte, es sind immer mehr, die sagen, nee, Moment, ich möchte das gar nicht. Ich möchte nicht so viel Medikamente geben. Was kann ich denn machen, damit ich weniger Medikamente brauche? Das ist ja eigentlich die spannende Frage. Aber das lernt der Arzt ja gar nicht. Nein, das lernt er leider nicht. Ja, und auch diese Wechselwirkungen sind zum Teil so unübersichtlich, dass man das gar nicht mehr alles mitkriegt, weil es kommt dann wieder ein neues Medikament und okay, was macht das jetzt für Wechselwirkungen? Das kann ich irgendwann auch nicht mehr leisten. Mhm. Und natürlich gibt es jetzt heutzutage die Lösung mit KI, künstlicher Intelligenz, die dir dann sofort sagt, das und das und das und das kann auftreten. Das ist gut, mit Sicherheit. Aber ist es denn die Medizin, die wir haben wollen? Es ist mit Sicherheit nicht die Gesundheit, dass KI, künstliche Intelligenz, ein besseres Medikament raussucht, was auch nicht ursächlich behandelt, sondern nur weniger Wechselwirkung hat. Ja, es ist nur das Pflaster drauf. Genau, aber es ist ein anderes Pflaster, wo man nicht allergisch drauf reagiert. Ja. Ja, aber die Wunde ist drunter trotzdem noch nicht geschlossen. Ja, ja. Man macht nichts für die Wunde. Wie ist es denn, wie viel Antibiotikum nehmen wir denn zu uns durch Lebensmittel, durch ein Geflügel, durch Fleisch? Durch Wasser. Durch Wasser. Ja, ich gesagt, es gibt keine Kläranlage, die Antibiotikum rausnimmt. Nee, also die jedem Tee, den ich in der Früh trinke, kann theoretisch da auch wieder Reste von Antibiotika oder auch alles Mögliche drin sein. Also das ist nicht nur Antibiotika, das sind ja alle Medikamente und man gibt ja auch Studien dazu, wenn man Wasser nimmt, wie viel an Medikamenten kann man denn dann noch nachweisen? Und klar, das sollte uns auch zu denken geben, auch mit dem Umgang, wenn ich selber Medikamente ausgebe, scheide ich natürlich auch wieder was aus an Medikamenten. Also das heißt, in dem Moment, ich bin immer noch Schulmediziner, ja, ich bin beides, das ist ja schön. Ich muss mich ja nicht für eins entscheiden, sondern da, wo die Medikamente angebracht sind und nötig sind, dann setze ich die genauso ein. Ja. Mhm. Aber ich muss mir immer die Frage stellen, brauche ich die jetzt und wenn ja, für wie lange brauche ich die? Gibt es eine andere Lösung? Und wenn ich da einsparen kann, spare ich ja indirekt schon mal ein im Abwasser, in der Kläranlage und das, was ich am Morgen wieder in meinem Teebecher drin habe. Ja? Also im Endeffekt tue ich mir was Gutes, wenn ich vielleicht sage, okay, das Medikament bräuchte man jetzt nicht mehr, sondern es gibt diese oder jene Alternative. Gut, im Wasser kriegen wir es noch raus mit der Umkehrosmose. Genau. Aber ich sage immer wieder, Fleischkonsum, es ist so schwierig. Und wenn ich jetzt heute von dir gehört habe, wie die Enzymproduktion reagiert bei Antibiotikums und wir es eigentlich fast nicht mehr verhindern können und das von der Vergangenheit, die letzten 50 Jahre zu heute betrachtet, dann sieht man eigentlich, dass hier ein Riesenmarkt aufgemacht wurde, wo die Menschen leiden und Behandlungen brauchen. Mhm. Gut, man kann es behandeln, das ist immerhin eine großartige Geschichte. Mhm. Und da muss man aber ein Leben lang letztendlich auch sensibilisiert sein darauf, dass man es nicht wieder kaputt macht. Richtig, genau. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Sehr spannend gewesen. Professor Dr. Med. Alexander Rondek war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, nicht nur ich habe gerade viel lernen dürfen in diesem Zusammenhang, sondern wir konnten auch Sie ein bisschen sensibilisieren über dieses Thema, über diese Problematiken, die letztendlich eben aus diesen vielen unkontrollierten Dingen heraus entstehen, die wir einfach unbedacht auch zu uns nehmen. Und ich hoffe, wir konnten da was anregen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.